right now, if you see, we got these new sweaters. They're red. Check it out. It's the new ASD sweater. That's the back. ASD All-Stars, Bam Shakalam. Boom, new sweaters. This is day 3, and we are heading to the dance studios again. I know the backdrop is probably boring because you saw it already a million times, but this time we have red sweaters on. All right, peace out. Marky Mark and the Funky Bunch. What? Yeah. And here is. What was it? Tamalama Ding Dong? What did you say? What did you say? That's me, yeah. Yeah, exactly. I'm Tamalama Ding Dong. Tamalama Ding Dong? Mm-hmm. Best contestant in Darfish Britain, Bam Shamalam. Okay, so right now, we're at SRF Studios, and we just finished all of our rehearsals, and now tonight is the show, and we're pretty excited about the show. Aren't we excited about the show? Hey, you're yes! Get back into the camera. We're not done yet. Tonight is the night. Tonight is the night. Okay, so, peace out. Peace out. Hey, ciao. Let's go. Okay, cut. I escaped from the greatest showman. Ich habe Film gesehen, ich habe ihn geliebt und jetzt bekomme ich genau das, was ich für Charles. Woo! Yes! It's a classroom! Yes! That's cool! So good! Long time no see. Yeah! Andrew Resurrection! Yes! So good! Der Andrew kennt ihr eigentlich von seiner Tanzschule. Ich habe ja mal erzählt, dass ich in meiner Jugend Hip-Hop getanzt habe. Und ich bin zu ihm gestunden. Ich bin, glaube ich, mal vor 15 Jahren oder so. Genau so, genau. Ich bin ganz schüch irgendwo in einer Tanzstunde gestanden, jetzt hingest hingen. Genau. Und solche Tänzer hatte ich damals schon. Jetzt ist aber das Problem, ich kann nicht in die hingeste Reihe gehen. Jetzt muss ich zuvor stehen und ich muss genauso gut sein wie alle anderen. Und ich muss es in einer Woche schaffen. 1 und 2, 3 und 4 und 5.
Denn sie war 15 Jahre alt und sie war mit mir getanzt. Sie war sehr schüchtern. Bei ihm ist immer Geschwindigkeit mega schwierig. Und das war genau der Grund, wieso ich früher mit hinterster Reibung stand. 3, 4, 5, 6. Meine Komplexe kommen dann wieder rauf, die ich als Teenie hatte. Wo ich gewusst habe, hey, ich bin nicht so gut wie die Profitänzerinnen, die hier auf der Tanzfläche sind. Druck ist rum, ich spüre es. Hast du Angst für, hört man das auf Deutsch, Heiz? Hören? Ja, hast du Angst für Hören? Okay. Okay, wir müssen probieren, okay? Nein, jetzt in meinem Kopf gemacht. Dann gefällt mir, wie sie lachen. Du musst laufen und dann tschüss. Das ist so Mädchen, weißt du, das ist so herzig, ich werde mich haben. Dann führt er mich so auf und dann sagt, machst du rechts, links, rechts. Und hier drehst du auf dem Rücken des Intermenschen. Jetzt, du kannst drehen. Ja, genau. Dann denke ich, ja. Die schicken wir nachher zum Chiropraktiker, oder? Dann bin ich einfach auf die Ente draufgeschaut, dass sie nicht erwartet, dass so viel Gewicht kommt. Wieso macht das in Live-Sendung? Oh, gosh. Ja, ja. Wir sind bereit! Unsere Pose! Die letzte Pose? Das ist die Pose. Pam! The greatest showman! What? Das kommt super. The greatest showman or the greatest showwoman, müssen wir da sagen. Ja, jetzt als Teil von einer Gruppe zu sein, was war jetzt da der Unterschied für dich? Das ist ein Teenie-Traum, der für mich in Erfüllung geht, weil Andrew hat immer die krasseste Tanzgruppe seit irgendwie 15 Jahren gehabt. Und jetzt habe ich eigentlich so tun, als wäre ich ein ASD Dance Crew Member. Andrew, du hast Tama gekannt, als sie 15 Jahre alt war. Was ist mit Tama passiert? Wie hat sie sich entwickelt? Okay, ich kann sagen, dass sie ist ein besserer Tänzer als vorher. Aber für mich, sie ist eine sympathische Person. Sie hat ein großes Herz und sie ist einfach awesome. Yeah, that's a nice compliment. The young. Andrew! Hey! How are you? Good, you? Sorry to interrupt. Oh, no, it's fine, it's fine. Tama! So, Tama didn't win, but it was a great show. It was fun. I think everyone had fun, and I'm happy. Everyone's happy. And I hope to see you guys next year. Arrivederci, Tama. Peace!